Der Haferheld. Ich sag euch, das ist das einfachste und vielleicht sogar leckerste Brot, was ich bisher auf diesem Kanal gebacken habe. Und das mit echt so wenig Aufwand. Okay, wir brauchen ein bisschen Zeit, aber mehr nicht. Ja, fangen wir an mit 470 Milliliter Wasser, in das wir ungefähr ein Viertel Hefe reinbröseln. Dadurch, dass wir sehr viel Zeit haben, brauchen wir nicht so viel Hefe. Das ist auch das erste Brot mit so einer langen Gehzeit, was ich auf dem Kanal habe. Der Honig sieht ja nicht geil aus. Ein Esslöffel davon da rein. Wenn ihr es süßer mögt, könnt ihr das natürlich auch erhöhen. Ganz schnell verrühren. Und ja, dann brauchen wir Mehl. Ich wollte diesmal ein vorbildlicher Bäcker sein. Ich dachte, siebste dein Mehl, aber dann war mir das schon echt alles zu anstrengend. Und was soll ich sagen? Es geht auch so. Das Mehl geben wir in unsere Hefe-Wassermischung. Genauso wie 120 Gramm Haferflocken. Zack, rein da, schön fürs Video. Ach komm, egal. Mach hinne. Das Ganze verrühren wir kurz. Und ich wollte es schon wegstellen. Da habe ich gemerkt, ups, mir fehlt mein Salz. Deswegen habe ich das nochmal dazugegeben und den Teig nochmal verrührt. Bevor ich es dann fertig gemacht habe mit einer Frischhaltefolie, um es dann über Nacht reifen zu lassen. Einfach so, nicht im Kühlschrank oder so, ich habe es einfach in der Küche stehen lassen. Nach 12 Stunden ist da wirklich Erstaunliches passiert. Die Hefebakterien haben echt schön ihre Arbeit getan. Guckt mal bitte, wie schön dieser Teig voll mit Luft und Geschmack ist. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den ganzen Teig zu einem kleinen Klumpen verrühren sozusagen. Und dann geben wir nochmal außen rum um diesen Teigball ungefähr 2 Esslöffel von den Haferflocken und heben das so gerade eben unter. Das ist dafür da, dass wir eben außen so ein bisschen eine Kruste haben. Genauso wie 2 Esslöffel Mehl, das geben wir auch nochmal um den Teig, heben das auch nochmal unter. Ja, was soll ich sagen? Mehrere Premieren heute. Ich wollte mal im Tuba Ultra backen. Da ich das noch nie gemacht habe, habe ich für alle Fälle ordentlich eingefettet. Kann ich euch aber jetzt sagen, braucht ihr nicht. Und dann braucht ihr einfach nur diesen Teigklumpen, den ihr aus der Schüssel habt, in eure Backform geben. Das kann der Ultra sein, aber auch einfach jede andere Backform. Und dann habe ich das so ein bisschen angedrückt. Ein paar Haferflocken obendrauf verteilt, genauso wie etwas Mehl. Das ist einfach nur für die Optik. Und dann geht das in den vorgeheizten Ofen und backt bei 200 Grad 30 Minuten mit Deckel und dann circa 30 Minuten ohne. Was soll ich sagen? Und wenn ihr ein weiteres richtig gutes Brot sehen wollt, schaut euch unbedingt dieses Video an.